So, unser TSG hat Anpfiff in der Begegnung. Gallien kann sich gut behaupten. Dann der Pass zu Hoppe. Dieser dringt in den 16 ein und schießt. Wieder Hoppe für den VfB. Dann die Ablage über Gallien. Ablage zu Münst. Dessen Schuss, dieses Mal an den Pfosten. Gut gezogener Eckball. Und nun der Lattentreffer auf Seiten unserer TSG. Der VfB wieder über Bozziaris. Und starker Reflex von Marcel Binenzer. Stark gemacht von Paula. Dann wieder Münst. Aus zu Trakas. Und dessen Flanke. Hat schau gemacht von Paula. Schick Münst. Der mit der Ablage. Und dann Gallien mit dem 2:0 für den VfB. Mal sehr gut stark von Akaya. Und dann Tobias Stierbauer mit dem 1:2 aus Sicht unserer TSG. VfB nochmals. Gut gehalten von Binenzer, dann der Nachschuss. Und von Tim Wolle zur Ecke geblockt. Und da ist auch schon der Abpfiff. Das Spiel endet 2:1 für den VfB.